Willkommen, meine Lieben, zu einer Session von Secret Hitler, die nach einem Wahlsonntag wie dem gestrigen leicht thematisch relevant wird. Auf jeden Fall, das tun wir heute. Wir spielen Secret Hitler im Tabletop-Simulator. Das momentan sehr populäre Brettspiel, möchte man das nicht sagen. Kartenspiel würde man auch nicht sagen. Es ist ein Spiel, was irgendwo sitzt zwischen einem Werwolf und einem Resistance mit ein bisschen dem Ho-Ho-Ho-Effekt von Cards Against Humanity mit reingestreut. Und mit mir dabei heute, witzigerweise habe ich gerade darüber nachgedacht, in Parteifarben möglicherweise, sind verschiedene Herren. Jan hat sein extra nochmal sein Lila gelöscht. Was wären die lila Leute? Was wären die? Die Violetten. Die Violetten, ne? Ich bin die grauen Panther wahrscheinlich. Man weiß nicht. Auf jeden Fall heute dabei ganz liebe Menschen, die ihr auch schon aus den Livestreams kennt. Zu meiner Linken, in der Farbe der Linken und der SPD und keine Affiliation, die Roxy. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Dann haben wir Andy aka Quote in Gelb, der Neoliberale. Andy? Ich hab das schon mit Absicht so gewählt. Tom in Grün. Moin Moin. Und Niki ganz frisch mit dem Tabletop-Simulator in Blö. Hi. Und Jan in Violett oder, wie wir schon festhielten, Dunkelmagenta. Und irgendjemand atmet gerade sehr stark aufs Mikro. Irgendwas mit Dunkelmagenta und saturiertes Mof. Ja, hallo. Sehr schön. Und das Atmen auf dem Mikro ist auch weg. Sehr schön. Irgendjemand hat auch gehört zu atmen. Das ist sehr gut. Das unterstütze ich. Ja, sehr gut. Und wir bedanken uns an dieser Stelle bei dem Abonnenten und treuen Zuschauer Baha Zockt, der Niki die Version gestiftet hat, mit der sie heute Tabletop Simulator spielen kann und deswegen dabei ist. Wenn ihr auch Software spenden wollt für den Kanal, sagt Bescheid, schickt mir eine Nachricht. Ich freue mich über alles. Eventuell auch eure Erstgeborenen oder ein Vermögen. Wenn ihr ein nigerianischer Prinz seid, der sein Geld parken muss, schreibt mir. Ich weiß nicht, warum die anderen mir nie geantwortet haben, wenn ich mich zurückgemeldet habe, aber es ist so. Ja, falls ihr Secret Hitler noch nicht kennt, habe ich eine kleine Regelzusammenfassung vorbereitet für euch in einem kleinen Einspieler. Wir sind modern. Wir haben die Technologie des Fernsehens mit dem Einspieler entdeckt. Wie lange gibt es Einspieler im Fernsehen eigentlich? Die Idee von der klassischen Matz. Das müssen wir mal rausfinden. Machen wir in einem anderen Mal, aber hier auf jeden Fall sind sie die Regeln zu Secret Hitler. Willkommen zu Secret Hitler. Deutschland in den 1930ern. Die Faschisten wollen die Macht ergreifen, die Demokraten wollen dies verhindern. Im Spiel bezeichnen wir sie als Fascists und Liberals, um mit dem Kartenaufdruck übereinzustimmen. Die Bühne ist das Parlament. Im Parlament befinden sich je nach Spieleranzahl zwischen 3 und 6 Liberals, sowie zwischen 1 und 3 versteckten Faschisten und natürlich einem geheimen Hitler. Die Liberals kennen nicht die Identität der Faschisten oder die von Hitler. Die Faschisten wiederum wissen dafür, wer Hitler ist, aber Hitler weiß nicht, wer die Faschisten sind. Einzige Ausnahme, bei Spielen mit weniger als 7 Mitspielern kennen sich der Faschist und Hitler. Das Spiel verläuft so. Jede Runde wird eine neue Regierung gewählt. Die Präsidentenrolle wird im Uhrzeigersinn vergeben und der Präsident bestimmt einen Kanzler, der dann vom Parlament mit einer Mehrheit bestätigt werden muss. Stimmt die Hälfte oder mehr der Parlamentarier mit Nein, wandert das Präsidentenamt im Uhrzeigersinn an den nächsten Spieler weiter und der Vorgang wiederholt sich. Wird eine Regierung bestätigt, beginnt die Gesetzgebungsphase. Der Präsident nimmt verdeckt 3 Policy- oder auch Gesetzkarten und reicht davon 2 verdeckt an den Kanzler weiter, der dann eine davon als neues Gesetz auswählt. Nicht weitergegebene oder ausgewählte Karten werden verdeckt abgelegt. Es gibt im Spiel 2 Arten von Policies, Liberal und Fascist. Für beide Arten gibt es sogenannte Policy Tracks, auf denen inkrafttretende Gesetze angelegt werden. Die Liberals gewinnen, sobald die Liberal Policies die ganze Liberal Track füllen, die Fascists gewinnen, sobald Fascist Policies die ganze Fascist Track füllen. Die Fascists gewinnen aber ebenfalls, sobald der geheime Hitler zum Kanzler gewählt wird, während die Fascist Policy Track bis zum tiefroten Bereich mit Karten gefüllt ist. Das bedeutet, dass das Ziel der Faschisten ist, Hitler zum richtigen Zeitpunkt zum Kanzler zu ernennen oder genügend Fascist Policies zu erlassen.
Während Liberal Policies keine Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben, gehen mit Fascist Policies im Laufe der Zeit bestimmte Befugnisse einher, die der Präsident beim Erreichen der jeweiligen Policy ausführen muss. Dazu gehört das Überprüfen der obersten drei Karten des Policy-Stapels und die Macht, Spieler zu exekutieren. Diese sind dann aus dem Spiel und dürfen nicht mehr mit abstimmen. Sollte ein Präsident den geheimen Hitler töten, haben die Liberals ebenfalls gewonnen. Es gibt also auch Möglichkeiten für Liberals, Fascist Policies für ihre Zwecke zu verwenden, aber das Risiko steigt natürlich. Einige Feinheiten. Erstens, der jeweils vorige Kanzler steht nicht für eine direkte Wiederwahl zur Verfügung. Er darf aber Präsident werden. Zweitens, sollte eine Regierungsbildung dreimal hintereinander abgelehnt werden, wird das Volk unruhig und bestimmt die nächste Policy selbst. Dann wird die oberste Karte des Policy-Stapels aufgedeckt und durchgesetzt mit allen Effekten, die damit einhergehen. Drittens, sobald die fünfte Fascist Policy auf dem Track liegt, hat der Kanzler die Möglichkeit, sein Veto einzulegen und ein Gesetzespaket, also diese zwei Policy-Karten, abzulehnen. Stimmt der Präsident zu, werden alle Policy-Karten abgelegt und eine neue Regierung wird gewählt. Stimmt der Präsident nicht zu, muss der Kanzler eins der Gesetze beschließen. Jede Verwendung des Vetorechts zählt als eine Ablehnung der Regierung und macht das Volk unruhiger. Viertens, die Policy-Phase erfordert ein gewisses Dekorum. Von dem Moment, wo der Präsident die Policy-Karten aufnimmt, bis zu dem Moment, wo der Kanzler das Gesetz beschließt, sollte nicht gesprochen werden. Danach darf frei verdächtigt, beschuldigt, verteidigt und gelogen werden. Und jetzt viel Spaß mit Secret Hitler. Ja, das sind sie also, die groben Regeln von Secret Hitler. Falls das Ganze nicht so klar ist, keine Sorge, wir werden es nochmal im Laufe des Spiels so ein bisschen erklären. Und wenn erstmal eine Runde rum ist, glaube ich, dann steigt ihr auch einigermaßen durch. So, der erste Schritt ist, dass wir uns mit unseren Identitäten befassen. Das heißt, wir finden raus, wer wir sind. Und dafür schauen wir in unsere Umschläge. Das tun wir in diesen heimlichen Zonen. Wenn ihr, die ihr dazu guckt, nicht wissen wollt, was ich bin, außer natürlich fantastisch, dann solltet ihr jetzt weggucken, weil ich jetzt meinen Umschlag auspacke. Und dafür natürlich dann gleich erfahre, was für eine Identität ich habe. Und ich sage euch, wann ihr wieder zurückschauen könnt. Und wenn die anderen fertig sind, dann legt bitte eure Umschläge nach draußen, dann könnte ich die löschen. Okay. Gut. Ich weiß Bescheid. Das heißt, wenn ihr jetzt zurückschauen wollt, dann könnt ihr, denn ich habe meine Rollenkarte zugedeckt. So, ein Umschlag, zwei Umschlag, drei Umschläge, vier Umschläge, fünf Umschläge, sechs Umschläge. Fantastisch, wir alle wissen, wer wir sind. Jetzt kommt der etwas unangenehme Teil. Wir müssen ein wenig Heckmeck veranstalten, damit sich der Faschist und der Hitler gegenseitig kennenlernen können und wir anderen das nicht wissen dürfen. Dafür benutzen wir die Funktion Blindfold. Bitte drückt alle mal B. Jetzt müssten alle den Blindfold unten haben. Jetzt bitte möglichst leise, keine lauten Tastengeräusche machen und nicht sagen, Hitler und der Faschist bitte Blindfold entfernen. Und ein bisschen. Sagen Sie nicht, ich bin Hitler in einem Satz. Genau, bitte kreuz. Genau, bei der Einreise in die USA muss man auch. Gibt es so ein Feld, wo man sagt, ich bin Hitler, ja, nein. Also, der Faschist und Hitler haben sich, glaube ich, jetzt schon irgendwie kennengelernt und beschnuppert. Drücken jetzt bitte diese beiden. Ziehen jetzt bitte wieder ihr Blindfold hoch. Mit B. Und ich gebe euch noch 2-3 Sekunden. Und jetzt können alle wieder ihre Blindfolds entfernen. Sollte irgendetwas schiefgegangen sein, dann bitte sagt es jetzt. Falls nichts schiefgegangen ist, dann legen wir jetzt los. Gut, und ich glaube, wir müssen noch wählen, wer als erstes drankommt. Ich würde sagen, ich würfle einfach und wir nehmen den Spieler, dessen Farbe auf dem Würfel dann erscheint. Dann kürzen wir das Ganze ab. Und man kann übrigens, wenn man die Alt-Taste drückt, boop, sehen, was oben ist. Das sieht aus wie. Es ist violett, Magenta. Das ist Jan. Ich würde sagen, Jan ist das. Jan darf. Und jetzt können wir den Würfel wegschmeißen. Das heißt, er hatte von Anfang an eine doppelt so hohe Chance, dran zu kommen. Genau, wie du mit Orange. Wobei, hätten wir es nochmal auswürfeln können. Ach, egal. Ich bestimme das jetzt. Dann hätten wir es nochmal auswürfeln können. Gleich schon arbiträre Entscheidungen hier. Ich vertraue Georg nicht.
Ich vertraue mir auch nicht. Georg ist Hitler. Ich bin schlimmer als Hitler. So. Jan, wen würdest du denn als Kanzler gerne haben wollen? Denn der Präsident bestimmt ja den Kanzler oder nominiert einen Kanzler, für den dann gewählt wird. Ich möchte vorschlagen zur Wahl, weil ich sie so gern habe, Ricky. Das ist sehr gut. Ist meistens eine gute Idee, da dem Bauchgefühl zu folgen. So, dann tun wir unsere Wahlkarten raus, um darüber abzustimmen, denn es ist ja nur eine Nominierung, die jetzt bestätigt wird. Du musst warten, bis alle umgedeckt haben. Niki, du hast boykottiert nicht das Spiel. Natürlich werden, das ist jetzt keine große Überraschung. Gut, aber grundsätzlich bitte dreh deine Karten nur um, dann werden die anderen es auch tun. Okay. Und jetzt kannst du auch wieder reinnehmen, genau. Mach ich jetzt. So, jetzt bist du Kanzler, jetzt wählt der Präsident, jetzt bist du bestätigt worden, seid ihr beide im Amt bestätigt worden. Der Präsident nimmt jetzt 3 Policy-Karten verdeckt auf, wählt 2 aus, die dann an den Kanzler weitergegeben werden. Eine wird abgelegt, dann wählt der Kanzler eine aus, eine wird davon dann abgelegt. Die verbleibende Karte wird dann auf den jeweiligen Policy-Track gelegt. In der Zwischenzeit darf man in der Regel, sollte man nicht probieren, mit den beiden Gesetzgebern zu sprechen und sie zu beeinflussen. Dieser Prozess ist heilig, aber ich denke zwischendrin, wenn wir ein bisschen Smalltalk machen, dann kann das ja auch nichts schaden. Ja. Niki kämpft mit dem Interface. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Es ist nicht so, dass sie lange überlegen muss. Sie ist eigentlich eine ganz, ganz fixe. Die Bedienung. Ich habe ein Trackpad. Ja. Also okay. wenn das nächste, was Niki braucht, ist eine Maus. Also der nächste. Wir nehmen auch Hardware-Spenden. Ich glaube, bei mir ist das noch nicht alles geladen. Aber ich leg's mal dahin, wo es ungefähr sein müsste. Aha. Ungefähr. Bei mir ist das. Kannst du gerne machen. Und kannst richtig hinlegen. Und ich habe 2 rote Karten bekommen. Und deswegen. Ich kann das bestätigen, dass sie 2 rote Karten bekommen hat. Ich habe 3 rote Karten gekriegt. Aha. Konnte leider nichts tun. Das fängt ja gut an. Ja, wie wahrscheinlich ist das denn? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so plausibel finde. An dieser Stelle möchte ich übrigens Tom fragen, ob er einen Weg weiß, wie Niki eventuell bei Ladeproblemen. Tom weiß einen Weg. Wir müssen einmal rückgängig. Nur einen Schritt. Jetzt sollte das neu geladen werden für alle. Vielleicht auch für Niki, die muss dann mal Bescheid sagen. Bestenfalls ist es nicht mehr weiß bei dir. Das kommt so nach und nach jetzt. Alles klar. Gut, dann machen wir weiter. Ja, das ist ja finster. Aber dann, das Gute ist, ich bin jetzt Präsident. Nehmen wir das mal, das Präsidentenamt. Das ist wieder gut. Genau, und ich nehme den Kanzler-Dingens. Ich kann mich ja nicht selber wählen. Ich Wenn du 3 rote kriegst, geht das aber auch nicht besser bei dir. Das vorausgesetzt, das war so. Und da man ja eigentlich sagt, man nimmt nicht die Leute, die direkt neben einem sind, das ist immer so unfair. Gehst du eins weiter? Gehe ich eins weiter und gebe das an. Nee. Und bitte stimmen wir ab darüber. Uff, das ist die falsche Karte. Oh nein, ich hab dir schon wieder meine Karte. Moment. Dankeschön. So, was fehlt? Wer fehlt? Jan muss hier noch entscheiden, ob er das gut findet. So, und umdrehen. Aha. Da. Yay. Ups. Ja, das ist ja interessant. Warum hast du denn dagegen gestimmt, lieber Jan? Weil du gerade unschöne Sachen über mich behauptet hast. Ah, verstehe. Naja, gut. Nehme ich deine Wahl aus Prinzip einfach ab. Nicht, dass ich einfach Informationen über dich oder Andi hätte. So entstehen weltpolitische Konflikte, meine Lieben. Ja. Verstehe. Das ist. Wir sind. Ich finde, das ist mein neues Channel-Motto: besser als House of Cards. Kann man hier aber eigentlich ein Kartenhaus bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich schon. Oh, da klingelt es aber an der Tür. Aber bei der Physik, die hier vorherrscht, kann man bestimmt so einiges machen. Kriegst die erste Karte.
kriegst die zweite Karte. Oh. Die Spannung steigt. Und? Könnt ihr es auch schon gar nicht mehr erwarten? Ich kann es nicht erwarten. Ich kann es nicht erwarten. Na? Ah. Ach. Ja, ja. Und ich habe dem Herrn... Ich habe mich aus kleinen Stücken dazu entschlossen, um dem Georg das Wort vorwegzunehmen. Genau. Ich habe ihm die Wahl gelassen zwischen einer roten und einer blauen. Und ich hatte tatsächlich zwei blaue. Ha. Und eine rote. Ja, natürlich von dir. Ich bedanke mich für dein Vertrauen. Die Roten waren ja alle bei mir schon dran. Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Info. Wir haben 17 Policy-Karten insgesamt und davon sind 11 Fascist und 6 genau. Liberal. Das heißt, logischerweise, es gibt einen Überschuss von Faschistenkarten. Okay, gut. Also, das war diese Runde. Die lief besser als die vorige, möchte ich sagen. Ich möchte das mal festhalten. Dann müssen wir das ein bisschen hin und her düdeln. So, da ist wieder mehr Wind auf dem Mikro, aber ich hoffe, das klärt sich gleich. So. Roxy, wer soll dein Kanzlerherzblatt sein? Tja. Ich nehme mal Tom, der war ja noch gar nicht. Ja. Ja, Tom. Das halte ich für eine weise Entscheidung. Okay, Andi fehlt noch. Okay, dann wollen wir mal sehen. Aha. Magst du dich erklären? Ich stimme ab und zu gerne mal nein. Okay. Wenn das aber auffällig machen würden, dann würde man mehr Versuche von Regierungsbildungen sehen und dann würde man mehr Informationen haben, bevor man wirklich die Entscheidungen trifft. Das ist tatsächlich die Philosophie dahinter. Aber es funktioniert nicht, wenn alle immer so gutgläubig sind. Ein wenig wie deine kurze Tätigkeit im griechischen Parlament, vermutlich. Schön, Oxy. Okay, so. Oxy stimmt Oxy. Vielen Dank für die Karten. Bitteschön. Gott sei Dank gab es noch keinen, weil ich dachte, vielen Dank für die Karten. Ich dachte irgendwie, Gott sei Dank gibt es noch keine Tom und Jerry Realverfilmung. Das wäre tatsächlich ziemlich finster. Tom und Roxy. Seid ihr bereit für die Offenbarung? Okay. Das ist fast religiös. Oh, sehr gut. Entschuldige mich für das Nein. Roxy hat mir eine Wahl gelassen. Ja. Okay. Ich habe mich natürlich als guter liberaler Mensch für die liberale Karte entschieden. Gut, dass du das nochmal betonst, ja. Liberal, wollte ich nochmal gesagt haben. Gut. So, ich gebe dann mal einen Andi weiter. Ja. Das Roxy, was hast du abgelegt? Eine liberalen Karte. Ah, das war also eine liberalen Karte und eine Faschistenkarte und die andere hatte ich abgelegt. Interessant. Das heißt, wir haben schon relativ viele liberale Karten gehabt. Nämlich 4 von 6, wenn alle die Wahrheit gesagt haben. Das heißt, jetzt wird's... Oh. Ich fand die Zusammenarbeit von mir und Georg sehr gut. Das heißt, es sind jetzt fast nur noch Faschistenkarten da drin? Vielleicht. Bis auf 2. Wenn alle die Wahrheit gesagt haben. Weißt du, ich kann eigentlich nur verlieren, wenn ich mich jetzt aufstellen lasse. Kannst natürlich dagegen stimmen. Hatte ich kurz überlegt, ja. Aber ich weiß noch nicht, ihr wisst noch nicht, wie ich mich entschieden habe. Niki und Roxy fehlen noch. Ja. Okay. Und? Ah. Jan führt seinen Blockadekurs weiter. Wenn Andi auch gerne mal für Nein stimmt, dann muss er eben auch damit leben können, wenn ich auch mal für Nein stimme. Ich kann damit leben. Ah, komplett neue Strategien, die sich hier darstellen. Okay, gut.
Ja, dann Herr. Bin ich mal gespannt, was ich bekomme. Tut er sie zusammen. Ich kann sehen, er versucht es zumindest. Deinen Zeiger bewegst. Na, okay, will nicht, dann mach ich das so. Ich lege einfach hier rüber. Bisschen antiklimatisch, dass ich sie erstmal abgelegt habe. Aber es ist eine Liberal Card. Ich habe eine Auswahl bekommen. Das ist korrekt. Andi, weil es mich interessiert. Was hattest du bekommen? Zwei Faschisten und eine Liberale? Ich habe zwei Faschisten gekriegt, tatsächlich, ja. Das hieße, dann sind wir theoretisch runter auf drei in diesem Stapel. Drei Faschisten. Achso. Drei, nee, Moment mal. Eins, zwei, drei. Ja, da sind wir runter auf, dann ist der überwiegende Teil dieses Stapels sind jetzt Liberal Cards. Nein. Da darfst du noch, Max, also wenn alle die Wahrheit gesagt haben, kann da nur noch eine liberale Karte drin sein. Ach so, okay, stimmt. Ja, na ja, gut. Schauen wir mal, wie das gelingt. Dann ist jetzt der Tom Präsident. Na klasse, ich weiß, ich ist wahrscheinlich, dass ich drei Faschistenkarten bekomme. Ich möchte anmerken. Ja. Dass, schon mal vorbauen. Dass es nicht an mir liegt. Also, es sei denn, es kommt was Liberales, dann liegt es sehr wohl an mir. wer will denn, wer hatte noch? Wer hat denn noch nicht? Wer war dann noch nicht Kanzler? Niki, Andi, Tom und Georg waren schon Kanzler. Jan war noch nicht Kanzler, aber er verhält sich etwas erratisch. Ja, aber wenn er ohnehin böse ist und ich wahrscheinlich drei Faschistenkarten ziehe, macht das ja keinen Unterschied. Ja, stimmt. Ich bin nur wahnsinnig. Aber Roxy traue ich eher. Das ist natürlich doof. Eigentlich müssen wir alle mal testen. Aber na gut, ich gebe es heute dem Jan und ihr könnt ja Nein voten, wenn ihr ihm nicht traut. Gut, dann bitte ich um die Abstimmung. Oh, da ist Wind auf dem Mikro. Jetzt ist es besser. Ja. Alle ja? Ja. Ah. Ja. Einhellig. Dann schnapp ich mir drei Karten. Dann schnapp dir doch mal drei Karten. Ich frage mich, wenn es Aldi, oder ist das Aldi? Ja, wenn es irgendwelche Supermärkte im Dritten Reich schon gegeben hätte, hätte die Milch dann in dieser Schrift Ja auf sich stehen gehabt. Möglicherweise. Ich stelle mir das sehr schön vor. Ich glaube, die Grundhaltung war da eine andere, da hätte Nein drauf gestanden. Die hätten aber mit Sicherheit, ähnlich wie so Star Wars Sammelkarten zu Filmreleases, hätten die sicherlich auch so Fanartikel gemacht, sowas wie den Himmlerhering. Ja. das Goebbels-Gratin ist jetzt da sicherlich auch gegeben. Das hätte man kaufen können beim Supermarkt unter der Ja-Marke. Und wahrscheinlich noch ein paar andere. Jetzt nochmal Gedanken zu machen. So, Jan. Was geht? Ich habe tatsächlich drei Faschistenkarten gezogen und Jan hatte demnach keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Okay. Hattest du schon abgelegt? Aber das ist ja in Ordnung, weil wir ihm eh nicht vertrauen. Ja. Ich fand Tom's Logik geht total auf. Ja, wir haben nichts, wir sind alle einig, dass ich keine Wahl hatte, aber vertrauen kann man ihm trotzdem nicht. Genau, ich wollte gerade sagen. Ja. Es überrascht so niemanden, aber so oder so überrascht es niemanden. Das ist ganz interessant. Hast du alle die Karten abgelegt? Das heißt, 50 müsste sein, weil wir haben noch 12 auf dem Ablagestapel. Danke. Die habe ich jetzt durchgemischt. Und jetzt ist der Stapel resettet. Dann geht das Präsidentenamt weiter an Niki. Nein. Und der Ex-Kanzler ist jetzt Ian. Und das Ding kann Niki gleich verteilen. Oh. Präsident. Roxy, bitte. Oh. Hey. Bitte. Kommst du, weil Girl Power, sagst du? Ja. Mm. Ovaries. Woo! War denn jetzt schon jeder mal dran als Kanzler? Also ich bin jetzt, glaube ich, zum ersten Mal. Ja. Glaube ich. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Sehr gut. Und ja. Alle dafür, ja. Ich warte darauf, dass ich mal mit Nein stimmen kann, damit ich Nein rufen kann.
Können wir jemanden Karten reinschieben, 3 Stück? Ja. Danke. Da jetzt nein. Es klingt unsauber, das kann man schon mal dazu sagen. Aber mit ein bisschen Desinfektionsmittel geht alles. Und da geht so. Es hin, mein PG-Rating für den Kanal. Aber ich glaube, das habe ich schon bei einigen anderen Livestreams vergurkt. Jetzt können alle mal kurz aufs Klo gehen, während ich meine Karten umdrehe. Ja, das sieht man jetzt nicht, aber wir hatten einen Vorfall im letzten Spiel, was wir testweise gespielt hatten, bei dem Niki aus Versehen eine ihrer Identitätskarten enthüllt hat. Und wir hoffen, dass es diesmal nicht passiert. Ah ja. Das verändert das Spiel schon deutlich, wenn jeder weiß, wer die Faschisten sind. Das, ja, genau. Das Lustige ist, in der echten Welt wissen wir ja, wer die Faschisten sind, aber die kriegen trotzdem mehr als 20%. Erstaunlicherweise, ja. Das ist unfasslich. Es ist quasi so, vielleicht muss man eine Variante von Secret Hitler machen, bei der es eigentlich Open Hitler heißt und er trotzdem gewinnt. Ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Ja. Na? Wenn du möchtest, kannst du die auch... Okay. Ihr habt das im Griff, ja? Okay. Das ja, Moment. Tada! So, bitte. Dankeschön. Und eine musst du noch ablegen. Ja, habe ich schon gemacht. Achso. Ja. Ein Ablagestapel, oder? So, ja. Ablagestapel. Und ich mach's jetzt nicht spannend. Tada! Oh. Wow. Yay, schlecht. Sehr gut, wir sind eine Karte vor dem Gewinn. Sag Georg. Ja, ja, sag ich. hattest du die Wahl? Ihr seid eine Karte vom Gewinn. Also, ich nicht. Also ich hatte 2 liberalen Karten. Liberale Karten. Und ich hatte 3 liberale Karten. Wirklich 3 liberale? Ja. Das 1, 2, 3, 4. Stimmt, dann sind ja 3 von 6 weg. Dann sind alle weg jetzt. Moment. Dann sind alle weg. Dann müssten jetzt hier nur noch... Dann, also wenn das stimmt, dann sind alle weg. Korrekt. Dann müssten jetzt nur noch Faschistenkarten drin sein. Okay, dann wird's ja jetzt spannend. Spielt aber eigentlich keine Rolle. Für den Fall, dass Niki gelogen hat, ja, ist es eh egal. Wir jetzt. Okay, gut. Anyway, geht weiter. Also, Niki ist die vorige Präsidentin, der neue Präsident ist Jan. Und das kann doch nur schief gehen mit dem Jan. Ich bin auch für eine Faschistenkarte. Ja. Komm hier, Georg, mach mal. Ach, komm. Ach so, nee, du bist nach mir dran, das ist... ist ja egal, ich meine... Hier, Tom, dich habe ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das will. Dann stimm halt mit nein. Und das sind noch 3 Runden, Kinder. Ach, ärgerlich. Andererseits, denk daran, wenn jetzt eine Faschisten-Policy kommt, dann passieren ja besondere Dinge. Ja, probier uns das schön zu reden, das finde ich sehr, sehr gut von dir. Hat alles ein Gutes. Okay. Es ist halt die Frage, wer unser Präsident sein soll. Ja! 2 mit 9. Okay. Trotzdem angenommen. Das heißt, Jan nimmt 3 Policy-Karten und gibt 2 davon weiter an Tom. So ist das. Ja. Übrigens, tatsächlich, in der Zwischenzeit kann ich mal dieses zauberhafte Board noch mal ein bisschen showcasen. Ich finde es einfach zauberhaft. Die Materialien sind so wunderschön für Tabletop-Verhältnisse, möchte man fast sagen. Inklusive dieser fantastischen Kugeln mit einer kleinen Aufschrift drauf, die man jetzt nicht sehen kann, die ich euch zeige, sofern ich zufällig zum Kanzler gewählt werde, wenn die zum Einsatz kommen. Wir werden mal gucken, ob das... Ich dachte, du hast dafür jetzt nochmal einen Einspieler vorbereitet, oder? Nee, einer reicht, aber ich könnte einen Einspieler dafür machen. Oh, Tom! Tom. Es tut mir leid, ich hatte keine Wahl. Tom. Jetzt schieb's auf mich. Jan, was hattest du denn bekommen für Karten? Ja, 3 Faschistenkarten. Okay. So, wenn du... ich warte auf den Moment, wo einer sagt, nee, ich hatte noch eine Liberal. Ja. Ja, genau. Das ist eigentlich viel, viel spannender. Gut, das ist natürlich schlecht, aber wir haben jetzt, das möchte ich nochmal sagen an dieser Stelle, ich gehe da mal rein. Wir haben jetzt das die erste Policy, die einen Effekt mit sich bringt. Das heißt, der Präsident, der jetzt der Präsident ist, richtig? Ja. Der muss sich jetzt oder der darf jetzt die obersten 3 Karten des Policy-Stapels angucken. Oder er muss also, sogar. Ja.
Genau. Jan muss jetzt die drei nächsten Karten angucken, dann weiß er, was da kommt. Nein, das ist der ganze Stapel. Nicht die Reihenfolge verändern. Was ja keinen Unterschied macht. Richtig. Aber nicht verändern. Was keinen Unterschied macht, sofern Niki die Wahrheit gesagt hat. Ich sag immer die Wahrheit. Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit und ich bin beides. Die musst du nochmal drehen, glaube ich. Jetzt hast du doch die Reihenfolge verändert, aber ich nehme sie eh. Ich ziehe doch eh alle drei. Ich ziehe doch eh alle drei. Ja. Kind. Waren das jetzt vier? Also, ach, die haben sich selber. Möchtest du uns sagen, was du gesehen hast? Lieber Jan. Das kann ich gerne tun. Ich habe drei Faschistenkarten gesehen. Okay. Ah, schau einer an. Ich habe längst den Überblick verloren, wer hier die Faschisten-Policies enacted hat. Ich gebe einfach mal. Ich kann es dir sagen. Ja. Enacted wurden die Faschisten-Policies von Niki, aber sie hatte keine Wahl. Von Jan, aber er hatte keine Wahl. Und von mir, aber ich hatte keine Wahl. Ihr hattet alle keine Wahl, oder? Wir haben alle nur Befehle befolgt. Roxy, ja, Roxy wird mein Kanzler. Aber Moment, wir müssen jetzt aufpassen, ne? Wenn wir jetzt jemanden zum Kanzler wählen, der Hitler ist, dann ist Sense. Stimmt. Aber du kannst wir wissen noch nicht. Ich war ja nur einmal Kanzler. Und ich habe da Liebereienkarte. Das ist finster, ja. Nee. Das ist schwer, weil wir noch niemanden richtig verdächtigen können. Ja, das stimmt. Ihr verdächtigt die ganze Zeit mich? Also ja, außer, okay, außer Jan. So, mein erster Instinkt war, Roxy die Möglichkeit zu geben. Wenn ich damit falsch liege, ich mache das jetzt Drunken Master Style, ich nominiere sie einfach und dann stimmen wir einfach ab. Ja. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Es gibt kein echtes Indiz, das ist ein sehr, sehr, nicht besonders transparentes Spiel, was wir heute machen. Okay. Und? Okay, Tom ist dagegen. So, jetzt ist die wichtige Frage. Roxy, bist du Hitler? Ja. Nein! Naja. Zeig deinen Hitler. Oh, sie ist Hitler. Bitteschön. Ach nein. Wärst du andere Faschist? Ah. Ja, natürlich. Und Jan war der andere Faschist. Gut, damit hatte ich gerechnet, aber. Tja, das ist ärgerlich. Ich kann jetzt so tun, als hätte ich das voll durchschaut, weil ich Nein gelegt habe. Also mache ich das. Ich habe das voll durchschaut. Du hast es durchschaut, sagst du? Also ich hätte zumindest total. Roxy nicht vertraut. Oh Mann, ey, ich hatte keine Ahnung. Ja, weil du von dir selbst wusstest, dass du auf jeden Fall unschuldig bist. Es scheinen alle die Wahrheit gesagt zu haben. Wie langweilig, wenn alle die selbst Wahrheit Hitler. Sagen. Selbst Hitler hat die Wahrheit gesagt, die ganze Zeit. Aber ich hatte ja auch, ich war ja nur einmal Kanzlerin und ich hatte keine Wahl. Ich habe jetzt drei Karten bekommen. Ja, das wir haben es lief zu gut und dann plötzlich. Ja, Roxy vertraue ich nie wieder. Nein, bitte nicht! Das ist allerdings. Was sagt ihr? Wollen wir noch eine Partie oben drauf spielen? Bitte gerne. Ja! Gut, dann starte ich das Ganze neu. Wir können natürlich alternativ eine Runde Go spielen. Wir können eine Runde Go spielen. ich habe da mal eine KI vorbereitet. Ach, gut für uns. Herrlich. Einfach mal unseren elektronischen Overlords huldigen. So, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber im Rahmen der DeepMind Challenge hat ein Programm, was einfacher gesprochen, man muss immer so weit ausholen dabei, der Go-Spieler, der menschliche Go-King aller Zeiten, aktuell ist der Stand, glaube ich, 3-1 in einem 5-Match- Spiel, wurde er vernichtend geschlagen, dreimal von einem Programm, was sich selber zu einem gewissen Grad, also mit Methoden des Machine Learning beigebracht hat, gut Go zu spielen. Oh, wir müssen neue Zonen machen. Das ist überhaupt nochmal ein wichtiger Punkt. Ich habe die für blau und mich schon gemacht. Ach, das ist ja lieb was? Von dir. Du hast meins gemacht? Du hast schon eine blaue Zone. Oh, danke. Sehr gern. Sehe ich aber gar nicht. Ah doch, ich glaube. So, wem fehlt noch eine? Okay. Ich hab's gerade genommen, ja.
Gut, dann jetzt, wenn ihr nicht wissen wollt, was ich bin, liebe Zuschauer, dann macht bitte eure Äuglein kurz zu. Mal sehen, ob ich meine Ballot-Karten diesmal einigermaßen hinziehen kann. Jetzt verdecke ich meine Party-Membership wieder und jetzt könnt ihr wieder die Äuglein aufmachen oder den Bildschirm wieder maximieren oder was auch immer. So. Wenn ihr alles ausgepackt habt, dann legt den Umschlag vor euch hin und dann sind wir bereit für den nächsten Schritt. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Es geht so schnell. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Na? Du musst etwas länger gedrückt halten beim Umschlag, der will. Genau. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nächster Schritt ist, wir schließen bitte alle unsere Blindfolds. Haben alle ihre Blindfolds unten? Ich vermute ja. Und jetzt öffnen nur der Faschist und Hitler ihre Blindfolds. Und bewegen den Mauscursor oder sowas, um sich gegenseitig kennenzulernen. Dann schließen sie ihre Blindfolds. Und jetzt können alle wieder ihre Blindfolds öffnen. Bis auf Tom, der ist eingeschlafen. Verzeihung, ich hatte gerade Gedanken. Und zwar, naja, was machen die Zuschauer denn, wenn du böse bist? Dann sagst du denen so, die Zuschauer müssen jetzt kurz die Augen zumachen, damit ich meinen Umschlag meinen Vorhang aufmachen kann. Und nee, die müssen dann im Zweifelsfall dann stattdessen weggucken. Ich hoffe, dass da waren sie selber schlau genug, sonst wissen sie möglicherweise, ob oder ob nicht. Ja. Und das gleiche ja bei euren Aufzeichnungen. Aber ihr macht keine Aufzeichnung, von daher ist das ja nicht der Fall. So, von daher geht es jetzt los und wir würfeln die Nummer aus. Und wir haben... Oh. Ich bin der Meinung, das bin ich. Also ich würfel nochmal. Ich glaube, das noch ist mal. Eher grün. Genau, das war nicht richtig gewürfelt. Jetzt. Und was haben wir? Wieder orange, okay. Das üben wir nochmal. Ja, das sagt der Würfel. Aha. Ich bin dafür, den tatsächlich nochmal zu würfeln. Also ich glaube, der brennt. Wisst ihr was? Weg ist er. So. Kanzler. Dazu sage ich. Ja, ich sage ja zu deutschem Wasser. Der Klassiker aus der Harald Schmidt Show. Jan, ich halte Händchen mit dir. Ich mit dir auch. Oh. Oh. Oh, ja. Aus irgendeinem Grund möchte ich Georg vertrauen. Okay, das, ich bin nicht. Immer dafür. Ich vertraue mir meistens selber auch viel zu sehr. Aber heute habe ich ein gutes Gefühl. Und? Ja. Ja, fein. Niki? Ja, warte. Ein. Hält doch mein Händchen. Oh, sehr schön. Ja, was für eine ungewöhnliche erste Partie Secret Hitler eben. Ich denke da doch noch drüber nach, aber ich habe das, glaube ich, nie erlebt, dass die Liberals so durchmarschiert sind. Ja, das war ja ein schlechtes Zeichen eher. Das Problem war, dass viele Dreier-Kombis an Karten gezogen wurden, wenn alle die Wahrheit gesagt haben. Es schien ja der Fall, dass alle die Wahrheit gesagt hatten. Das ist ein interessantes Konzept von durchmarschieren. Ich finde auch die Wortwahl in diesem Kontext ganz interessant. Mhm. Eine Karte lege ich ab. Eine tue ich raus. Und man hat mir keine Wahl gelassen. Man mir auch nicht. Okay. Derselbe Anfang wie eben, dann müssen wir die Runde ja eigentlich auch nicht zu Ende spielen, wenn es genau gleich läuft. Ja, das kann. Wie hoch ist die Chance eigentlich? Kann ich kurz die Frage stellen, wie hoch die Chance ist, dass das erste Ziehen der Karten genauso läuft wie in der vorigen Partie? Das kann doch gar nicht so sein. Das ist ziemlich hoch. Ja. Tatsächlich. Vor allem, wenn die ersten drei Karten. Es ist relativ wahrscheinlich, dass man drei Faschistenkarten zieht. Hm. Sage ich dem, was gerade passiert ist.
Naja. Mhm. Mhm. Okay. Roxy war ja eben Hitler. Also. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun hier. Einmal Hitler, immer Hitler. Das ist, man legt den Hitler zurück. Hat man das damals auch so gemacht, eigentlich? Oder? Man weiß es nicht genau, wo man ihn hingelegt hat. Das ist das große Mysterium. Man hat ihn erstmal im Gefängnis geparkt, ja. Also, das kommt auf an, von wann wir reden. Dieses Spiel spielt ja sozusagen zum Zeitpunkt der Machtergreifung. Und da hatte ja Hitler schon mal probiert zu putschen. Das ist ja alles schon gelaufen. Nach 45 hat man ihn, glaube ich, erstmal nur vergraben. Das war der erste Punkt. Mhm. Jan, wie sieht's aus? Jan fehlt. Tut mir leid. Ich verzeih dir. Mensch, Jan. Ach, Mensch. Ja, jetzt. Ja! Ja! Oh nein, meine Jahrkarte ist bei Blau gelandet. Wenn ich die wiederhaben könnte, wäre ich nicht undankbar. Nein, kriegst du nie wieder. Das ist lieb, vielen Dank. Okay, ich schnappe mir 3 Karten. Ja! Ich probiere mal die Perspektive ein, für dieses zweite Spiel ein wenig anders zu machen. Ein bisschen mit der Kamera rumzuspielen, mal gucken. Übrigens ein Shoutout zu der herrlichen Zusammenstellung von Musik, die hoffentlich so wunderbar durch den Copyright-Check kommt. Ich habe eine ganze Menge, ich habe stundenlang Creative Commons und Public Domain Musik rausgesucht, die hierzu passen könnte. Und ich hoffe, dass alles glatt geht und ihr jetzt wunderbare Musik hört. Ich finde, sie passt sehr gut zum Spiel. Der Witz dabei ist, die anderen hören sie natürlich nicht, weil sie erst in der Post-Production drunter kommt. Aber ich bin sicher, du hast recht. Ich bin sicher, ich höre sie schon im Kopf. Ich bin auch sicher, dass ich recht habe. Immer. Ich muss anmerken, obwohl da eine liberale Karte bei rausgekommen ist, was gut ist, ist der Weg, wie diese liberale Karte entstanden ist, nicht so toll. Ich habe nämlich 3 liberale Karten dazu. Aha. Das heißt, wir sind jetzt runter auf 3. Neben Stapel. Mhm. Das heißt, die Chance. Ja, okay. Georg, um deine Frage von eben zu beantworten, die Wahrscheinlichkeit, am Anfang des Spiels 3 Faschisten zu ziehen, ist ungefähr 1/4. Mhm. Ist also nicht so wahrscheinlich, dass 2-mal das Spiel so anfängt. Aha. Okay. Das war nämlich auch meine Überlegung, dass das eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich sein müsste. Jetzt mathematisier mich hier nicht in irgendeine Rolle rein. Im Zweifelsfall, ich bin großer Freund von Statistiken, was politische Themen angeht. Die Mathematik hat immer recht. Außer dann, wenn sie nicht recht hat. Aber meistens hat sie recht, das stimmt. Ich möchte sagen, dass 25% immer noch eine wesentliche Chance sind. Sag das. Aber das letzte Spiel hat ja schon so angefangen. Ja, das stimmt. Das heißt, die Chance nochmal schlechter. Ja, und man kann auch 2-mal eine 1 hintereinander rollen. Was? Nein. Es ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ja, aber erzähl das. Erzähl das meinen Charakteren in meinem XCOM 2 Playthrough. Die treffen teilweise bei 90% Chancen nicht. Und zwar 10-mal hintereinander. Siehst du? Mei. Ich habe gar nicht aufgepasst. Wen wählen wir denn? Wir wählen. Niki hat Jan. Ah, meine Karte ist schon wieder weg. Da wo sind eigentlich meine Karten? Habe ich ja aufgegessen. Meine ganzen Karten sind weg. Ehrlich? Okay. Hat jemand meine. Also, Karten bekommen? Alle? Weißt du irgendwas an deiner... Da sind meine... die sind unsichtbar. Witzigerweise. Das ist ja praktisch. Hast du deine Zonenfarbe geändert? Ich habe meine Zonenfarbe geändert. Sorry, ich habe jetzt eine Karte rausgezogen, die ich nicht hätte rausziehen sollen, aber die bleibt jetzt so. Okay. Danke, Niki. Sorry für die Verwirrung mit der Farbe, aber jetzt ist ja alles geklärt. Möchte mir jemand 3 Karten geben? Warte, ja. Andi, wieso hast du Nein gewotet? Wegen dieser Powerplay-Geschichte, tatsächlich. Daran habe ich gar nicht gedacht. Habe ich auch nicht darauf geachtet. Stimmt, das ist ein Argument. Mhm. Ich habe einfach nur Jan gewählt, Sorry. Habe ich jetzt euch, einen von euch habe ich jetzt nicht verstanden. Also, Andi, diese Powerplay-Geschichte, um es so zu erklären, es gibt ein Argument, das heißt, bei dem Spiel sollte man, ist es verpönt in einigen Kreisen, wenn sich die Leute, die direkt nebeneinander sind, direkt nominieren. In der Zugrichtung quasi. Niki und ich haben uns so lieb.
Ja. Ihr habt ja auch Händchen gehalten. Ja. Mhm. Okay, ich gebe dir jetzt Karten. Danke. Hier ist eine. Und die ist mit Parfum eingesprüht. Danke, Niki. Das heißt, das ist die, die du nehmen sollst. Verschießt Boram. Was macht der Stapler eigentlich? 8. Das heißt, da sind noch 2 Züge drin. Danach wird's knivelig. Danach muss der neu gemacht werden. Oh. Oh. Wow. Lieber Roll. Das war die einzige liberale Karte. Niki, was hast du ihm gegeben? Ich habe ihm 2 liberale Karten gegeben. Oh. Und ich hatte noch eine Faschistenkarte. Dann existiert jetzt noch, wenn alle die Wahrheit gesagt haben, eine liberale Karte unter diesen 8. Verstehe, okay. Das ist ja eine knifflige Situation. Und man kann auch bisher eigentlich, falls sie die Wahrheit sagt, nur Niki vertrauen. Weil alle anderen hatten ja keine Wahl. Ja. Ah. Aber vielleicht habe ich gelogen. Vielleicht hat Andi gelogen. Das ist eine Sache, die mir noch ein bisschen nachhängt. Hm. Vielleicht haben Jan und ich gelogen. Weil wir verliebt sind. Ja. Verliebte machen schon mal schlimme Dinge. Ja. Was machen verliebte, betrunkene Kinder? Das bleibt unser süßes Geheimnis. Ihr beiden Sweetie Pies. Ich schlage Tom zur Wahl vor. Ich stimme ab. Dieser Tom, du. War aktuell keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Hatten wir ihn schon? Nee, ne? Tom war noch nicht dran. Nee. Tom war nur als Präsident dran. Ja! Oh! Nein! Ich habe tatsächlich für Nein gestimmt, weil, wenn alle die Wahrheit gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das alles Faschistenkarten sind. Im letzten Spiel hatte ich auch so eine Situation, wo ich dachte, ja. Und da habe ich mir gesagt, naja. Um es mal ganz wortreich auszudrücken. Gut, die Wahl ist durchgegangen, das heißt, der Präsident nimmt 3 Karten von den, wie war das, was haben wir ausgerechnet? Eine kann noch liberal sein von 6. Genau, wenn alle die Wahrheit gesagt haben. Hm. Knifflig. Ich möchte nur anmerken, dass ich gerade Nein gewählt habe. Ich auch. Warum denn, Niki? Weil ich glaube, nein, ich sag sowas nicht, das ist gemein. Doch, ich glaube, Jan und Tom sind vielleicht. Sind vielleicht unsere Freunde. Niki! Wie kommst du drauf? Weil es nämlich ziemlich schlau von Jan wäre, Tom zu wählen, wenn so viele Faschistenkarten noch drin sind. Hm. Wäre es dann nicht besser, jemanden anderen zu wählen, um den Verdacht auf die Person zu lenken, wenn wir beide Faschisten wären? Beides ist schlau. Dann hast du ja auch die Ausrede, du konntest nicht anders. Naja, aber lass mich erstmal sagen, ich konnte diesmal tatsächlich nicht anders. Aha. Das ist auch sagen, wäre ich Adolf Hitler. Ich wollte gerade sagen, also ich spüre hier zu wenig Outrage darüber, dass gerade eine Fascist Policy an den Start gegangen ist. Ja, ich möchte anmerken, ich wollte nicht mal Kanzler werden. Weil also, ich das würde ich auch sagen. Ich habe Nein gespielt. Jan, was hattest du zur Auswahl? 3 rote. Okay. Ja, Jan. Ja. Ja, ist halt so. Hm, das macht das, okay. Das heißt, wir vermuten, dass die von diesen 5 Karten die Chance ist, 1-5 noch eine Liberal zu ziehen. Mhm. Hm. Gut. War dann irgendjemand noch nicht Kratzler? Andi war noch nicht Kanzler. Ich erinnere mich nicht. Und Niki war noch nicht Kanzler. Hm. Wo stehen wir denn auf dem Track? Sieh so, du darfst dir die obersten Karten angucken, wenn es schief läuft. Ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass die Chance wirklich so hoch war, dass ich von dir dass du 3 Faschist-Karten bekommen hast ganz am Anfang. Deswegen nominiere ich lieber nochmal. Wobei, ist das so clever? Macht das nicht mehr Sinn, wenn ich dich nominiere, damit du erstmal raus bist für die nächste Runde? Für den Fall, dass es dann schief geht? Ja, ich mach das mal. Okay. Dann haben wir dich sozusagen im Zweifelsfall, wenn du es bist,
haben wir dich in dieser Runde geblockt für die nächste. Egal, wer als nächstes Präsident wird und dusselig ist, um dich dann nominieren wollen würde, könnte das nicht. Vorausgesetzt, meine Vermutung oder vorausgesetzt, meine Ahnung ist richtig, dass du tatsächlich eine andere Auswahl hattest vorhin. Ich möchte nur noch mal sagen, dass wir uns sehr sicher sind, dass fast nur noch Faschistengarten in diesem Stapel sind. Moment mal, Georg und Andi. Ich erinnere mich da an eine erste Runde. Vielleicht spielen Andi und ich uns auch die Bälle zu. Ja, eben. Oh mein Gott, ihr seid alles. Wir wissen es nicht. Können Sie diesen Ball bitte einmal kurz anheben? Okay. Abstimmen. Und? Ja. Oh, wow. Oh, wow. Oh nein, was passiert denn dann? Dann rückt der Marker hier um einen weiter. Die Abstimmung ist gescheitert. Es ist abgelehnt. Der Trackmarker hier wird weiterbewegt. Election Tracker fail. Und das Präsidentenamt geht weiter. Die Regierung konnte sich nicht konstituieren. Roxy ist Präsident und kann den nächsten Kanzler nominieren. Wenn jetzt zwei weitere Wahlen in Folge abgelehnt werden, dann wird automatisch die nächste Policy vom Stapel enacted. Ich nominiere Niki, weil, wie gesagt, ist sie die Einzige, der ich bisher vertrauen kann. Tatsächlich. Oh, danke. Tom, du wolltest noch was sagen? Nichts Relevantes. Okay. Was sagst du jetzt? Ging es um das former President Ding? Genau. Ist mir dann auch aufgefallen. Ja. Ja. Ist mir auch gut. Okay. Umdrehen. Okay. Tom, aha. Jan, was geht? Niki hat sich eben über mich geäußert in einer Weise, die unsere Beziehung nicht gut aushält. Oh, der erste Schatten über dem jungen Glück. Tom? Ich bin mir einfach unsicher. Kommt ihm in meine Hause. Darf ich? Nein! Ich habe das so verstanden, das war eine Einladung. Ich schicke dir die Adresse. Das habe ich auch so verstanden, ja. Dann können wir zusammen Spotify spielen. Die Adresse seht ihr in den Annotations von dem YouTube-Video dann. Ja, absolut. sie hat mir auch letztens gesagt, sie möchte gerne anfangen zu brüten in Kürze. Von daher weißt du Bescheid. So. Wer ist jetzt eigentlich wer? Stories. Gibt es eigentlich auch Underies? Nur so aus Interesse. Man weiß es nicht. Ups. Karte? Jetzt, das ist sie. Das ist sogar die richtige Karte. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah. Okay. Ja, Niki. Ich möchte kurz. Ja, sie hatte keine Wahl und ich hatte auch keine Wahl, tatsächlich. Okay. Wir hatten drei Faschistenkarten, das heißt, Georg, da auf dem Karten. Und wenn ihr uns nicht glaubt, seid ihr Sexisten. Sehr schön gesagt. Lieber Sexist als Faschist. Na. Ja. Sexisten sind die neuen Faschisten? Ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Du hast gesagt, ich will wissen, ob die Karten, die zwei, die noch übrig sind, in den Stapel, also in den Ablagestapel gemischt werden und dann der neue Stapel sind oder ob sie oben drauf kommen. Können wir sie oben drauf tun, weil dann können wir mehr erfahren. Eigentlich. Es gibt feste Regeln dafür. Eben. Ja, ich glaube, die werden gemischt. Ja. Ja. Oh. Genau, die Chancen, okay. Die Chancen, das zu sehen. So. So. Ich habe eben eine Karte enthüllt, aber es ist zum Glück nicht so schlimm, weil sich das alles deckte mit dem, was wir alle gesagt haben. Ja. Okay, jetzt sehe ich drei Karten und ich darf sie mir angucken. Genau, verdeckt. Oh, warte. Ach so, ja, genau, okay. Alles gut, Entschuldigung. Ja? Mhm, machen. Und pass halt auf, dass die Reihenfolge gleich bleibt. Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen jetzt. Ja, die ist Reihenfolge so. Ist ja auch egal. Das ließe sich ja nicht. Wir machen das mit dem Ehrenmord. Roxy, du machst das nach dem Ehrenprinzip. Ne? Da vertraue ich drauf. Nicht nach dem Ehrenmordprinzip, sondern nach dem Ehrenprinzip. Ja. Die Reihenfolge ist doch aber sowieso egal. Das war die dritte. Stimmt, wenn man die reinzieht, ja. Die Reihenfolge ist nicht ganz egal, weil es gibt auch die Möglichkeit, dass die Wahl ja ins Leere läuft noch zweimal und dann automatisch die oberste Karte umgedeckt wird. Ja. Das heißt, deswegen ist die Reihenfolge nicht egal. Okay. Erledigt. Gut. Dann möchtest du da irgendwas mitteilen dazu?
Darf ich erst was dazu sagen, wenn ich sehe, was gemacht worden ist? Klar. Das und wie der Präsident jetzt und der Kanzler sich geäußert haben dazu und so weiter und so fort. Wann du möchtest, ja. Dann machen wir es so. Du musst doch gar nichts sagen. Okay. Gut, Andi ist Präsident und muss einen neuen Kanzler bestimmen. Oder dabei nominieren. Wichtig ist, dass wir jetzt die Hitler-Frage wieder abgut haben. Ja. Oh. Ja. Schwierige Wahl. Ja, das könnte natürlich, also das könnte jetzt natürlich zu einer Abstimmung, zu einer wie nennt man's, Ablehnung führen, aber eigentlich wollte ich gern Georg nochmal das Vertrauen aussprechen. Dude. Aber ich bin mir. Du willst mir doch nur wieder einen. Nein! Doch! Ich will dir klar machen, dass ich ein Liberaler bin. Ich hab Flashes, ich hab Flashbacks. Es ist wieder der ganze Stapel da. Es ist wieder ganz am Anfang. Und du wirst die Chance, du wirst es einfach unwahrscheinlicher machen. Du wirst es dahin kriegen, dass am Ende es heißt, einer von euch beiden lügt. Rede nicht so viel. History repeats itself. Okay, dann stimmen wir ab. Nein! Okay. Boah! Ach, der Marker wurde vorher aber resettet. Ja, das genau. Heißt, ist ups, jetzt sorry, ich hab dir meine Abstimmungskarte rüber geschoben. Moment. Und ja. Resettet und jetzt ist er wieder da, natürlich. Genau, jetzt ist er wieder da. Ich bin ja. Wie ist das jetzt? Bin ich jetzt für die nächste Wahl nicht. Nee, der letzte Kanzler war ja immer noch. Niki. Niki, genau. Das heißt, ich kann jetzt wählen, wen ich möchte. Ja. Außer der letzte Präsident ist auch immer noch Roxy. So. Okay. Es ist nur die Frage. Sorry. Jetzt, ich habe ja schon ein bisschen Angst, dass ich da aus Versehen jemanden hitlerisiere. Hitlerisiere. Ich bin der Meinung, ihr solltet mich und Georg nicht komplett ausschließen, aber das würde ich auch sagen, wenn ich ein Faschist wäre. Whatever. Aber wieso traust du denn Georg? Ich will, dass Georg mir traut. Das ist alles. Ach. Du verstehst, warum es mir so schwer ist. Bei Georg Unrecht nicht traut, das ist das Problem. Du verstehst, warum es mir so schwer fällt. Ja, klar. Was wirklich schwierig ist, wir hatten bei keiner unserer Abstimmungen irgendwie einen Erkenntnisgewinn. Es waren alles Sachen, wo Leute behauptet haben, dass es immer drei von einer Farbe waren. Außer, oder... Bei Niki. Bei Niki. Genau, aber da hat Niki behauptet, eine rote abgelegt zu haben. Hm. Und Jan hatte dann aber auch keine Wahl, welche der beiden erlegt. Wir hatten keine Situation, wo einer sagt, du lügst. Ich habe dir andere Karten gegeben. Schwierig. Ich habe das einfach mal Roxy gegeben. Ja. Was ist schon die Chance, dass sie zweimal hintereinander Hitler ist und zweimal hintereinander gewinnt? Und dann sind wir wieder bei Zahlen. Ich weiß auch, welche Karten das sind. Ich glaube, liebe dass Roxy zweimal hintereinander Hitler ist, ist geringer, als dass wir zweimal hintereinander dasselbe Spiel anfangen. Also, abstimmen. Roxy braucht noch ihre Karten. Ja, ich brauche noch. Achso, sorry. Moment. Moment. Ich dachte, dein Präsidentenschild war das Abstimmung. Wenn du nicht Hitler bist, kannst du ja mit Ja stimmen. Wenn du Hitler bist, dann solltest du bitte Nein geben. Ja. Das ist eine interessante Logik. Okay. Jeder Hitler würde erstmal für sich stimmen. Okay. Roxy, bist du Hitler? Nein. Oh. Gut, okay, da bin ich erleichtert. Das heißt, wir legen jetzt so eine schöne Not-Hitler-Confirmed-Karte vor. Oh, woo! Okay, das wusste ich noch gar nicht. Sehr schön. Großartig. Schnapp ich mir drei Karten. Du schnappst dir drei Karten. Ich glaube, Roxy hat Unschönes gesehen oben auf dem Stapel. Ja. Das war der Grund, wieso ich nicht Kanzler sein wollte. Denk dran, für den Fall, dass jetzt eine Fascist Policy erlassen wird, muss der Präsident in dieser Runde noch jemanden exekutieren. Das ist nicht beliebig, das muss er machen. Für den Fall, dass der Fall eintritt, für den Fall, dass Roxy das, was sie gesehen hat, wahrheitsgemäß wiedergegeben hat. Sie ist auf jeden Fall nicht Hitler. Das heißt aber nicht, dass sie nicht zwingt. Das heißt aber nicht zwingend, dass sie nicht eine Faschistin sein könnte. Richtig. Tatsache. Aber ich möchte. Dass Tom sagt, was Roxy gesehen hat, oben auf dem Stapel. Genau. Roxy hat drei Faschistenkarten gesehen. Okay. Buh. Kannst du das bestätigen, Roxy? Ja, ich kann es bestätigen. Ist dieses Spiel überhaupt gemacht für uns?
Ich glaube nicht. Wir sind alle so ehrliche, ehrliche Menschen. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, ich muss jemanden von euch abschießen. Oh, ja. Und ich habe durch das Spiel kaum Informationen zu einem sinnvollen Mord. Das heißt, ich weiß, ich will Roxy nicht abschießen, weil sie definitiv nicht Hitler ist. Ja. Ich glaube, Niki ist nicht Hitler, weil sie da so das eine Mal... weil du das eine Mal die Faschistenkarte abgelegt hattest und dann zwei Liberale weitergegeben hast. Hat sie behauptet. Behauptet, ja, aber es war konsistent mit den anderen Sachen. Das heißt, ich habe die Wahl zwischen Andi, Jan und Georg. Und dann ist die Frage. Kannst du dich auch selber erschießen? Theoretisch ja, stimmt. Aber da ich nicht Hitler bin, wäre das ja dumm. Das würde Hitler auch sagen. Naja. Eigentlich. Oh. Bist du so der Typ, der gerne Feedback von den anderen dazu haben möchte? Möchtest ja, du? Also ich habe schon eine grundsätzliche Idee, Okay. Aber wenn ihr gerne was sagen mögt, dann dürft ihr das gerne tun. Okay. Ich möchte nur anmerken, dass ich, so traurig es für mich ist, ich nicht für mich noch nicht entkräftet bekommen habe, dass Andi nicht ein Faschist, mindestens ein Faschist ist, weil, wie gesagt, die Chancen waren sehr gering, dass die Eröffnung wieder so ist wie beim Mal davor. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Ich habe keine Ahnung, wer hier rumhitlert. Es hat uns leider nichts im Spiel den Aufschluss gegeben, aber ich weiß... Ich weiß Zahlen und ich weiß, dass es unwahrscheinlich ist, was da am Anfang des Spiels passiert ist. Wenn du Zahlen wüsstest, dann wüsstest du, dass ein Achtel mit Sicherheit nicht unwahrscheinlich ist. Ich bin wohl, es ist ja weniger als ein Achtel. Nein, es ist genau ein, ja, oder ungefähr ein Achtel. Es ist ein Viertel mal ein Viertel. Niki möchte auch was sagen. Ich möchte sagen, dass wenn ich Georg wäre und Hitler wäre, würde ich auch sagen, bringt Andi um, wenn Andi ein Faschist wäre, damit er sich selber retten kann und am Leben bleibt. Ja. Ach, du bist doch nur, weil ich dir nicht sagen konnte, wo man auf einen Sonntag Mettwurst herbekommt, bist du ein bisschen ungehalten. Beim Nachbarn. Ja, aber ich denke, das könnte so Georgs Ding sein. Ich möchte übrigens auch noch was sagen. Nein. Ich möchte nämlich sagen, dass von den Informationen, die uns das Spiel gegeben hat, ich nicht mehr verdächtig bin als Jan und Georg oder irgendjemand anders. Und dass aus irgendeinem Grund die Stimmung so ist, dass ich ein Faschist sein könnte, aber nichts im Spiel wirklich dafür spricht. Auch nicht dagegen, aber... Auch nicht die 1 zu 8 Chance oder weniger. Ja. Roxy, wolltest du auch was sagen? Ja, also ich verstehe immer noch nicht, wieso Andi unbedingt möchte, dass Georg ihm vertraut, weil er selbst ja Georg theoretisch nicht vertrauen kann. Das verstehe ich halt die ganze Zeit nicht. Ja. Du hast es während des ganzen Spiels darauf ausgelegt, dass... Georg dir endlich vertraut. Ja, das heißt, ihr gehört... Auf der Zwischenmenschlichen kann ich das verstehen. Wir haben unsere Spiele, wo wir manchmal Schwierigkeiten haben, uns gegenseitig zu vertrauen. Da bin ich ganz bei dir. Okay. Also, ich möchte auch noch was sagen. Ich möchte sagen, dass ein Viertel mal ein Viertel ein Sechzehntel ist. Oh. Allein weil ich nicht möchte, dass die Leute morgen in die Schule gehen oder zur Arbeit oder wo auch immer hin und sagen, beim Georg im Stream habe ich gelernt, dass ein Viertel mal ein Viertel ein Achtel. Du, aber da ist ja der Georg nicht dafür verantwortlich. Du Mathe-Nazi. Du brauchst ein Mathe-Studium, um das zu verkacken. Also, Mathe ist für mich ja sowas wie Magie. Nazis sind komisch. Also sind alle Nazis Magier. Und da ich das Problem ist, ich habe wenig Informationen. Und Jan, es tut mir auch ehrlich... wirklich richtig leid. Soll ich dir noch vorrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass ich jetzt... Ich muss dich leider erschießen. Fühl dich bitte hiermit mit der Abgabe dieser Patrone förmlich erschossen. Jetzt die wichtige Frage. Jan, bist du Hitler? Ich bin nicht Hitler. Dann kriegst du auch eine Nicht-Hitler-Karte vor dich. Vielen Dank. Ja. So. Mist. Dann rückt der Marker weiter. Dann hat das schon mal nicht geklappt. Präsident sein. Jetzt wird's enger. Die Luft wird dünner. Hitler ist nicht raus. Wir sind in der roten Policy Trail. Aber den Mathematiker erschießen. Ja. Ich wähle jetzt. Oh Gott. Wer sagt uns eigentlich? Naja. Ich vertraue niemandem, den ich wählen kann. Ich vertraue eigentlich nur Roxy. Ja, ich vertraue auch nur dir. Aber du kannst Roxy diesmal nicht wählen. Kann ich mit Roxy besprechen, wen ich jetzt zum Kanzler wähle?
Oder muss ich das alleine entscheiden? Ihr könnt reden, worüber ihr wollt, aber übrigens, meine Nominierungskarte nehme ich mal wieder rein. aber es wird ja darüber abgestimmt. Übrigens, ab jetzt natürlich, Tote können nicht mit abstimmen. Und tragen keine Karte. Ja, also ich finde es sehr schwierig. Ich würde immer noch nicht ausschließen, dass halt Jan... Aber Jan kann gewählt werden, oder? Nee, Jan oder? Ist tot. Nee. Bis jetzt ist es passiert relativ selten, dass tote Leute... Kanzler werden. Ich war mir eigentlich super sicher, dass Andi und Georg die Faschisten sind, aber da Tom jetzt einfach Jan gewählt hat und nicht Georg oder Andi, die ja irgendwie eher beschuldigt worden sind, bin ich jetzt echt verwirrt. Okay, also ich würde auf jeden Fall nicht Georg wählen, weil ich ihm die ganze Zeit nicht vertraue. Ich wähle Andi. Was bitte? Was bitte? Ja. Wählt Andi, denn er ist kein Faschist. Und nicht auch nicht Hitler. Sicher nicht Tom. Wählt nicht Andi, weil Andi seit... Ich finde das eine Frechheit erstmal. Wählt nicht ich Andi, weil... Wie seit, aggressiv du gegen mich spielst. Ja, weil du von Anfang an mir immer nur rote Karten gibst. Ja, ich hatte keine andere Über Wahl. Zwei Spiele. Das war einmal. Über zwei Spiele. Ja, die Chance dafür ist sehr gering. Und wenn nicht dafür die nächste Partei. Wenn ich das im letzten Spiel genauso gemacht habe, war ich im letzten Spiel auch ein Liberaler. Wenn ich dafür die nächste Patrone kassiere, dann ist es mir das wert. Aber die Zahlen sprechen gegen Andi. Macht Andi nicht zum Kanzler. Es ist ein Fehler. Jetzt sind es Andi und Tom. Ich bin kein Faschist. Dafür hast du aber jemanden ganz schön blöd erschossen. Naja, wir haben genauso viel Informationen über Jan wie über die anderen beiden. Okay, stimme ab. Hm. Okay, Anni, bist du Hitler? Nein. Okay, das schließt aber nicht aus, dass du Faschist bist. Das ist verrückt, sagen an der Stelle. Hat jemand wieder Karten? Ich gebe dir Karten. Danke. Ah! Da ist eine Karte. Na? Danke. Gerne. So. Oh Gott. So habe ich mich auch eben gefühlt. Na? Tu das. So. Na, na, na. So. Ich hab nicht. Okay. Ich hab keine Karte runterfallen sehen, aber vielleicht war es ein Anzeigefehler. Die Niki hat den Stapel nicht richtig getroffen. Okay. So. Jo. So. Jetzt werden wir ja sehen, was Phase ist. Gab es eine Wahl? Nein. Für mich auch nicht. Okay, sie können nicht beide lügen. Du darfst jemanden erschießen, Niki, und ich möchte dir ans Herz legen, nicht mich, sondern Georg zu erschießen. Warum mich? Weil ich, also... Ist es unwahrscheinlich, dass er sich selbst erschießt? Wir sind die anderen einzig beiden, die confirmed not Hitler sind. Ich weiß, dass ich nicht Hitler bin. Also es ist weiser, dich zu erschießen aus meiner Perspektive als mich. Ich weiß, dass ich nicht Hitler bin. Und aber ich weiß, dass ich nicht Hitler bin. Das heißt, das Problem ist, Niki, du musst jetzt entscheiden, wem du eher traust, dass wir nicht Hitler sind. Was ist, wenn Niki Hitler ist und Niki sich jetzt einen Liberalen aussucht, um ihn zu erschießen? Das ist das Problem. Das ist, ist im Rahmen des Möglichen. Wer sagt uns, dass Jan überhaupt Faschist war? Wer sagt uns, dass nicht vielleicht Roxy, Andi, Tom, Niki oder ich die jeweiligen zwei Faschisten sind? Wer sagt uns, dass wir nicht schon ein Ungleichgewicht haben das an diesem Tisch? Nicht, wir haben keine Informationen. Roxy, wen soll ich erschießen? Oh Gott, nein, frag mich nicht so direkt. Ich weiß nicht. Also ich habe dir gesagt, wem ich weniger vertraue. Ja. Was unfassbar. Meinst du, Georg, ne? Ja. Ja, und Georg redet mir zu viel. Unfassbar.
Nein! Und? Georg, bist du Hitler? Ja! Okay. Sehr schön. Ich möchte eine Sache sagen. Ich habe Hitler getötet. Du hast Hitler getötet. Ja! Okay. Ich möchte mal sagen, nein! So, ich möchte eine Sache sagen. Wie geil. Falls ihr euch... Niki hat Hitler getötet, herzlichen Glückwunsch. Wir schicken dich nach Sachsen-Anhalt für eine wichtige Mission. wer war der... beziehungsweise, jetzt können wir es ja sagen, Jan war der andere Faschist. Okay. Wow, dann waren wir ganz schön treffsicher. Ja. Und das Ding ist... Ich war tatsächlich zum dritten Mal, also wir hatten ja ein Spiel zur Probe gespielt und ich war zum dritten Mal der Nicht-Hitler-Faschist. Was in jedem Spiel, das ich mit dir gemacht habe mittlerweile, der Faschist. Du wunderst dich, dass ich dir nicht vertraue. Er ist halt, ja. Das rechne mir das mal aus. Ich möchte kurz was erläutern für die, die sich das gefragt haben. Es gab einen Zeitpunkt, wo ich vor 2 Runden zum Kanzler nominiert wurde. Und selber mit Nein gestimmt habe. Ja. Das habe ich aus folgendem Grund gemacht, weil die Chance hoch war, dass mehrere Leute mit Nein stimmen. Und ich für den Fall, dass dieser Antrag nicht durchgeht, weil wir dann an dem Punkt waren, wo es knapp wurde, ja, wo jede Entscheidung wichtig ist, nicht so erscheinen wollte, als würde ich das wirklich haben wollen. Wenn es eh scheitert, hätte ich nichts davon gehabt, als hätte ich mir den Titel besonders gewünscht. Also ich habe die Wahl generell als verloren akzeptiert, die Chance war hoch dafür und das hat das Ergebnis ja auch gezeigt, glaube ich, war ziemlich nah dran. Ich habe das Ergebnis nachher über den Threshold zu Nein gekippt, leider. Ich habe gedacht, mehr Leute stimmen mit Nein. Ja. War denn zu dem Zeitpunkt der Track schon so, dass du gewonnen hättest, ja. Wenn du Kanzler gewinnen warst? Krass, frisch, okay. Ganz genau frisch so. Und es war noch niemand tot, das heißt, die ganzen Liberals hätten, also der Punkt ist, ich wusste, Jan stimmt für mich, logischerweise. Ich bin davon ausgegangen, dass Jan für mich stimmt. Das wären 2 Votes gewesen. Und ich habe maximal noch einem weiteren Vote gerechnet und ansonsten mit potenziell 3 Misstrauensvotos. Einfach aus dem Grund, dass wir letztes Mal wie die Schafe bei der vorigen Partie immer mit Ja gestimmt haben und diesmal dachte ich, würden ein paar Leute aus dem Bauch heraus sagen, nein, das Risiko will ich diesmal nicht eingehen. Das war mein Gedankengang, dass die Wahl auf jeden Fall scheitert. Jetzt hast du trotzdem eine Kugel im Kopf. Und jetzt habe ich trotzdem eine Kugel im Kopf. Das kommt davon. Ich habe aber, denke ich, ganz gut von Anfang an das Misstrauen geschürt. Ja, irgendwann ist es mir zu viel geworden, dann habe ich mir gedacht, du bist es doch. Ja. Ich möchte auch anmerken. Wer will, kann mir jetzt eine Pistole schenken. Oh. Genau. Tom, wolltest du was anmerken? Mittlerweile auch Pistolen. Meine Taktik von wegen Mathe ist Magie und Böse scheint aufgegangen zu sein. Übrigens, hier steht etwas drauf. Ich probiere das nochmal irgendwie hinzudrehen, damit man das sehen kann. Steht drauf, enjoy the silence. Kann das gut. Schön. Enjoy the silence. Da steht es. Und oben drauf steht, bite the bullet. Die Materialien sind wirklich wunderschön. Was die Zuschauer nicht wissen, weil sie nicht hier am Tisch sitzen, ist, die riechen auch sehr gut. Mm, die sind super smelly. Mm. Die riechen nach Mett. Yummy. Wahrscheinlich, weil sie in Mett gelagert werden. Ah. Zur Sicherheit. Ja, die sind wunderschön. Ihr seid auch wunderschöne Menschen, die ihr das mit mir gespielt habt heute. Macht mir ein großes Spaß. Mir auch. Ist ganz witzig. Eine Flak voller Freude. Ich finde, das Spiel könnte noch 2 Spieler mehr vertragen. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich denke, dann wird es richtig brillant. Und da hätte ich Lust, das gelegentlich ab und zu nochmal wieder zu machen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ich hoffe auch, ihr hattet Spaß. Ich hoffe auch, die Leute, die zuschauen, ihr hattet auch Spaß. Und wenn ihr mehr Secret Hitler von uns sehen wollt, dann... Like doch dieses Video und erzählt euren Freunden, dass wir Secret-Hitler-Dinge machen. Erzählt es euren Freunden, die Hitlern da rum auf diesem Kanal. Dann mal sehen. Vielleicht auch euren Freunden in Sachsen-Anhalt. Vielleicht haben wir dann eine Chance, sie hierher zu locken und ihnen dann demokratische Grundwerte stattdessen zu vermitteln. Mal rausfinden. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns hier von dieser Postwahl-Debakel. Postwahl, und damit meine ich in erster Linie natürlich, ich möchte hier niemanden... Oh ja, mach die Karte ruhig richtig schön groß. Nein! 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 Nein!
Verabschieden wir uns von diesem Debakel der Machtergreifung, was nie geklappt hat heute. Von daher ist es eigentlich gut gegangen. Und ja, wünschen euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Mittag, Rest vom Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.